Blub, blub, Leute, willkommen zu Pine. Ja, nicht die EI-Pine, sondern die Tanne oder Pinie oder wie auch immer man es jetzt übersetzen möchte. Ich bin mir gerade nicht ganz bewusst, wie die korrekteste Übersetzung dafür wäre. Ist egal. Ein Spiel mit einem sehr aussagenlosen Namen, aber gut, ihr werdet jetzt sehr, sehr gleich sehen, warum es so heißt. Schauen wir einfach mal rein. New Game. Es ist auf Englisch, aber es ist ein kleines Angezockt, Leute. Lasst euch überraschen. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht gefällt es euch nicht. Einfach mal reinschauen. Gucken wir uns das mal an. Links, das ist übrigens unser Protagonist. Und wir gehen auf die Reise. Auf die Reise, ein neues Zuhause zu finden. Für unser Volk. Für die närrischen Menschen. Ja, dauert es noch lang im Laden? Allerheiligen ist heute Dragon Unity. Es müsste Tanne auf Deutsch heißen, ja, aber es könnte auch noch Pinie heißen, ich bin mir nicht ganz sicher. Fervatanne, okay, danke, Dandinchen, dann weiß ich es jetzt wieder. Ah, sieht's nicht schön aus? Von Kongregate Publishing. Ich weiß gerade noch nicht, wer der Entwickler ist. Das könnt ihr ja nachschauen. Beziehungsweise steht auf YouTube wahrscheinlich unten wieder in der Videobeschreibung. Oh, Vögelchens. Ein schönes Dorf, in dem wir leben. Und wir sind anscheinend Hugh. Nicht zu wechseln mit You. Das nicht. Vogel gleich Futter. Nicht in dem Fall. Zumindest habe ich sie nicht Vögel essen sehen. Ja, das sind wir. Der Protagonist der Story. Relativ junger Kerl noch. Und ja, wir können sprinten. Wir können dashen. Wir können springen mit Y, komischerweise, aber ja, da gewöhnt man sich auch dran. Und wir können hier rumlaufen und Sachen sammeln sogar. Ah, ich glaube, das habe ich nicht am Anfang nicht gecheckt. Das kriegt man jetzt beigebracht. Aber wir sind jetzt so ein bisschen im Tutorial. Wir können hier mit den Leuten reden. Oh, I can't wait for today's ceremony. Nothing is more beautiful than seeing our village thrive and being together for something fun. Ja, sie haben eine Zeremonie. Only a few more hours. Die ansteht und sie freut sich schon darauf, weil nichts schöner ist, als dass das Dorf sich versammelt und was zusammen macht, was Spaß macht. Ja. Ob die Zeremonie jetzt so spaßig ist, naja, das möchte ich bezweifeln. Ich habe es ja schon gesehen, aber ihr noch nicht. Lasst euch überraschen. Gehen wir erstmal hier zu unserer guten alten, wahrscheinlich Ältesten des Dorfes. Das ist eine Respektsperson, mit der wir jetzt reden sollen. Ja, das ist nicht vertont, also... Ah, Hugh, there you are! We are almost done with the preparations. Ilma and Edwin asked for some more resources for the treehouse. I would ask your brother, but I can't find him anywhere. Even more resources? Yes, yes, not sure what exactly, but please go see them. Off you go! Ja, okay. Wir sollen Ressourcen sammeln. Oben links seht ihr übrigens meine Lebensenergie. Zwei Slots für Waffen, das sehen wir später noch. LB, das ist für Nahrung, denn ihr seht da drunter unter meiner Lebensenergie die Energie und mit jeder Aktion, die wir machen, ob laufen, ob springen, ob sprinten, ob, keine Ahnung, uns am Hintern kratzen, alles verbraucht Energie und die müssen wir wieder auffüllen mit Nahrung, die wir noch nicht haben. Fragen wir erstmal, was für Ressourcen die beiden hier denn brauchen, denn das hier wird ihr Baumhaus. Ist das nicht schön? Ja. Wir leben nämlich hier auf so einer riesigen Klippe. Und niemand weiß, was da unten alles auf einen lauert. Es soll nur nicht gut für uns sein. Es ist unser Tod. Schauen wir mal. Right on time, you. We wanted to call the treehouse done, but the rocks it stands on are so brittle. We wanted to consult with Gary, but he wouldn't listen. Could you get us more stiff rope and stuff cloth for some extra fortifications? Gary should be able to help you with the merry wood and stiff rope, and I believe Luya was folding some stuff cloth near the washing spot. On it. Okay. Also wir sollen Seil
steifes Seil und irgendwelche Stopfstoffe finden oder besorgen oder basteln oder wie auch immer. Oh, jetzt ist ja ein Friedhof, den habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Interesting. Ja, und dafür müssen wir da hinten hin. Das ist praktisch unser Tutorial, wie man craftet. Also bisher ist das Game echt hübsch. Hatte das auch mal auf der Wishi, aber wegen irgendwas hatte ich es gelöscht. Deswegen ist es ganz praktisch, den Stream zu sehen. Ja, sehr gut, das freut mich. Ich könnte auch gerade noch mal einen Moment den Chat ein bisschen umsetzen. Das wäre vielleicht ganz gut. Da. Das ist nicht der Chat. Nee, das ist Tippi. Okay, das wollen wir nicht. Wo ist der Chat denn jetzt? Das ist der Chat. Ich setze den mal. Ich könnte ihn hier hinsetzen. Ich glaube, da kommt nichts daneben. Das ist vielleicht ganz gut. Dann seht ihr zumindest die Karte oder beziehungsweise diese Minimap, diesen Kompass, der uns anzeigt, in welche Richtung irgendwas ist. Und der rote Zeiger zeigt nach Norden, der blaue nach Süden, as far as I know. So, machen wir weiter. Reden wir mal mit dem guten Gary hier. Gary mit E, nicht mit A, also nein, bin ich nicht. Hallo! Hey, you, I'm a bit busy, can I help you? You mind, Edwin needs some more stiff rope to fortify the house. Even more? Stiff rope doesn't grow on tree. Well, you know what I mean. The treehouse is not stable enough, they said. Nonsense! Our houses are as strong as ever. If they insist. I'm much too busy preparing for the ceremony, but. Ja, was auch immer da prepared, das sehen wir gleich. But you can use the marwood on the crate to make some stiff rope yourself. Tell them this should definitely do it. Can't wait for today's celebrations. Okay, ja, ich weiß schon, wie man das macht. Lalalala, wir sammeln Marwood. Wir gehen in unser Crafting. Und können das pinnen, aber ich mache einfach einmal Stiff Rope and then it's done. Ist relativ einfach, also Start und dann LB fürs Crafting und dann wählt man aus, was man craften will, drückt X, dann. Ist ziemlich easy peasy, man braucht halt nur die Ressourcen. Wir haben ein relativ begrenztes Ressourcenlager an unserer Person, aber ich denke mal, weil dort mehr Platz ist, kann man es noch irgendwie erweitern später. Das ist so ein bisschen Zelda-like, indem man halt einige Gadgets freischaltet und sowas. Und Rüstung, Waffen, bla bla bla, die man auch aufwerten kann. Also, es sollte einem recht bekannt vorkommen, wenn man denn Zelda kennt. Oder dergleichen Spiele. Von daher dachte ich auch, es wäre. Es kommt bei euch sicher gut an, denn es ist ein schönes, angenehmes, recht simples Spiel, das ja einfach direkt den Einstieg ermöglicht und man ist sofort in der Action, in der Story und hat direkt Spaß dran. Das ist sicher für viele genau das, was sie suchen. Und was das Game noch hübscher macht, wo Nadinchen wahrscheinlich ein bisschen abdrehen wird, das sehen wir dann gleich. Hey, Hugh! Hallelujah! Do you have some more stuff clothes for the treehouse? Oh, I'm too busy with today's laundry, I'm afraid. Did anyone ever teach you how to make stuff cloth yourself? Perhaps you can craft it for Edwin and Ilma. Yep, let's just do that. Wir haben die Sachen nämlich schon gesammelt. Wir brauchen oben rechts, seht ihr es, Morrow Hay und Gravel Moss. Und das Gravel Moss sammle ich die ganze Zeit schon. Wir haben hier Morrow Hay gefunden. Die Stiff Ropes brauchen nur das Holz. Wahrscheinlich ist das ein sehr faseriges Holz, aus dem man die Fasern dann gewinnt und dann daraus ein Seil knüpft, was sicher ultra aufwendig ist, aber oh well. Und das Hay und das Moos zusammen ergeben dann irgendein Cloth. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Es soll uns aber egal sein. Wir brauchen nur das Cloth. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Wir können übrigens auch schwimmen. Ich weiß nicht, ob wir tauchen können. Ich wüsste zumindest nicht wie. Gibt es hier hinter dem Wasserfall was? Das habe ich gar nicht geguckt beim ersten Mal. Nee, leider nicht. Schade. Ah, so prädestiniert für was Schönes, ne? Nur ein bisschen rumgebaggel. Hast du bisher viele Bugs gehabt? Nicht einen, Nadinchen. Nicht einen Bug. Ich habe gedacht, ich hätte einen Bug gehabt, aber es war nur ein bisschen undeutlich, wo mein Missionsziel war auf der Map, weil der dir nicht anzeigt, wenn das Missionsziel in einer bestimmten Gegend ist, also in einer Höhle oder so, und die Höhle nicht in-game benannt wird, sondern nur von der Quest. Dann wird es manchmal ein bisschen undurchsichtig, aber auch das ist, denke ich, nur Gewöhnungssache daran, wie das hier stattfindet und was hier so passiert. Also sollte auch nicht hinderlich sein in irgendeiner Form im Spielen. Pets, Mounts? Pets ja, Mounts nein, Nadinchen. Wie er sich den Wasserfall hochbuggt, ja, ein bisschen, ne? Also Bugs hatte ich wirklich noch keine bisher. Es mag sich natürlich im Prozess immer ein bisschen ändern, da können immer mal ein paar Bugs reingepatcht werden oder so, ne? Ist klar.
Aber ja, muss man halt dann schauen. Also ich meine, das ist ja noch im EA, da kann man das alles erwarten. Mal schauen. Hallo Fortitudo, schön, dass du reinschaust. It's not gonna go, Hugh. Thank you, you. Yeah, I'm half the Let's hope this does the trick. It will have to do. Our trees haven't been growing as fast as they should. So even Marwood will be in short supply soon. Then perhaps it's time to explore the lands below. The Out, übrigens. Das lernen wir auch noch gleich kennen. Und er sagt, we are not going into the Out to find more. We all know that's not an option. Warum auch immer. In any case, today is about celebrating the completion of this wonderful new treehouse. Let's wrap this up and have the ceremony. I'm not getting any younger, you know. Hugh, I can't find your brother anywhere. Could you get him to come to the ceremony? Okay. He's probably in his corner drawing out all that nonsense. Ja, okay, wenn du das sagst. Nonsense und so. Man sieht sogar den Sonnenstand da oben, seht ihr es? Wie spät es ist. Es wird nämlich auch Nacht hier in dieser Welt. Also, ich meine, es wird Nacht. Ah, das wusste ich noch. Ja, ist egal. Es wird halt Nacht. Es gibt Tag-Nacht-Zyklus. Ich weiß noch nicht, wie viel Einfluss der hat. Ein bisschen, meine ich. Hallo. Hey, Bro. Hey, you. Gary had me carry logs around all day, so I retreated for a bit. I think I just spotted another one of those white and slimy creatures below. If you squint your eyes hard enough. Ja, es ist ziemlich neblig dort. Warum auch immer, wenn wir nämlich später, und das darf ich euch verraten, da unten sind, dann sieht das nicht so neblig aus. No thanks, I'm good. You should never look away. There's so much to explore and see. Well, not if it's up to Marla and Gary. Ugh. All they're concerned with is their treehouse and treehouses and ceremonies. There must be more to the world than this, right? About that ceremony, it's starting soon. They wanted me to come and get you. Well, there's still some time. Remember that strange construction I found that I told you about? I think I have an idea on how to open it. I don't know, Mom. You know what Marla says about straying too far from home. Ah, come on, there's still some time before the ceremony. Also sie wollen sich irgendeine Construction anschauen, irgendeine Konstruktion, die er gefunden hat. Meet me at the harvesting site whenever you're ready and I'll show you. Ja, erstmal müssen wir nämlich ein bisschen Verpflegung einpacken, weil das wird sehr strenuous, also es wird uns sehr belasten, was wir jetzt gleich tun. Und dafür brauchen wir Nomnoms, denn ohne Nomnoms kannst du nichts machen in dieser Welt. Ist ein bisschen harsch, wie schnell die Energie runtergeht. Schaut mal, ich bin nur durch die Gegend gelaufen und ich habe schon die Hälfte eines Balkens fast verbraucht. Aber oh well. Muss man halt viel suchen an Zeug. I knew you'd be interested. Well, I'm doing this for you. We should quickly eat something before we go exploring. Grab some of the meager yam over there. They'll replenish your energy in no time. Ja, ich werde nicht nur die Dinger sammeln, ich werde alles sammeln, was ich finde. Ja, ich brauche Nahrung, dankeschön. Alles in der Welt macht nur Probleme. Wenn man nichts zu essen hat, nehmen wir nämlich auch das Wheat mit. Nom nom noms. Hier ist auch noch ein bisschen was davon, was reif ist und was wir mitnehmen können. Wir können natürlich nur das reife Zeug mitnehmen, genauso wie den Chrom. Die Dinger werden nicht nachgepflanzt, komischerweise, weil wenn wir die Wurzel wegnehmen, ist nichts mehr da, was Neues bringen kann, aber ist okay. Ist nicht wirklich sehr umsichtig, was die hier tun, aber ich meine, zu 6 Leuten mit den kleinen Feldern ist das auch ein bisschen schwierig, ne? Wir müssen ganz schön viel Hunger leiden, habe ich das Gefühl. Ups, ich soll zu ihm, ne? Ne, ich soll was essen. Also mit LB gedrückt halten kann man etwas konsumieren und gleichzeitig auch anpinnen. Nehmen wir mal diese Yams. Nom 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 nom. Energie ist wieder refreshed. Alles ist gut. Angepinnte Sachen können wir direkt mit LB konsumieren. Alright, let's go see what we can find. We'll be back before Marla has even turned her ancient head. Last one there has to eat 2 bowls of Marla's stew. Aha. Okay. Go, Bruder. Ich komme hinterher. So, ist alles noch Tutorial, Leute. Auch das, was wir jetzt hier durchführen. Aber es ist schon interessant, weil es scheint so ein bisschen so eine isolierte Welt zu sein, in der die beiden leben. Leben müssen. Der eine scheint sich zu wollen, dem anderen ist es noch alles ein bisschen zu... Nee, ich will gar nicht und Gefahr und... Nee. Schau mal, wie sich das entwickelt. Moin, was ist los? Alright, here it is. I cleared away some of the bushes and found that round thing hanging there.
And I figured we probably have to hit it with something, but throwing didn't do the trick. So behold, I made the slingshot. I let you do the honors, let's see what happens. Wir haben einen Slingshot bekommen, jetzt kriegen wir, erfahren wir, dass wir zwei Slots haben, einen Nahkampfslot, einen Fernkampfslot. Fernkampf kann man mit LT, wie bei fast jedem anderen Spiel, und mit RT auslösen. Kein Problem. Hallo Sapsi, schön, dass du reinschaust. Boah! Let's see what we'll find. Amam, wait. Wait. Wait, Amam. Okay, dann hinterher. Da werden wir noch ein paar Mal durchrennen, glaube ich. Blub, 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 blub. Obwohl, wenn ich es diesmal richtig mache, muss ich nicht nochmal zurückrennen. Das da können wir uns auch merken. Da wird später auch noch was passieren. Ist klar, ist so ein Nebengang. Aber das hier wird jetzt wichtig. Check it out, you! This looks like a real adventuring tool. Ich weiß nicht, warum er jetzt blau ist. Eigentlich sind wir nur in blau gehalten, okay. There's another one, you should grab it. Okay, let's grab it. Ein old pinewood sword. Ein Holzschwert. Look, if you swing it a few times, you'll look really powerful. Ja, wir können damit uns verprügeln gegenseitig, ist toll. And if you hold it behind your head for a bit and then release, you'll do a much heavier attack. Ja, wir können damit auch this machen. Super gut, macht mehr Schaden. Nun, sagen wir das nächste. And we could kick in between attacks. And those slimy white creatures won't have anything against us. You wish. Kick. Kick mit dem komischen Fuß. Ihr seid, seht komisch aus, Leute. What if we combine dashes with swings? Endless possibilities. Ja. Wir können poken. Seht ihr? Poke. Wir können zurück und poken, wir können vorwärts und poken. Check this one out. Ja, der war super intelligent, Chef. Und da ist er weg. Goodbye, Bruder. Wir mochten dich eh nie. Oh, ein bisschen Stiff Rope, das ist nice. Das ist gar nicht so einfach zu machen. Kostet eine Menge. Und es ist gut, wenn wir davon ein bisschen mehr haben. Bruder, geht's dir gut? Hallo. Amam, are you alright? I'm fine, I lost my balance. Whoops. That was exciting, but now I need to get out of here. Can you see any way out? There's a wooden door with a small note next to it. It says... Rabini, Rabini, Babin. Genau. Left, left, right. Any ideas? I see what I can find. Ja, das sollten wir auch direkt mal machen. Das, hier habe ich nämlich am Anfang ein bisschen gehangen. Wenn man hier nämlich jetzt einen Fehler macht, also sagen wir, wir fangen rechts an und dann links, dann ist die Sequence gebrochen und bis man wieder die richtige Sequence-Reihe hat, ist ein bisschen nervig, weil du kannst es nicht zurücksetzen. Also, hier brauchen wir natürlich links, links und rechts. And it works. It worked! Let's see if I can open yours now. And of course you can. Okay, das war ein komischer Stotterer. Hallo! Wahrscheinlich mussten wir warten, dass er da auch ankommt. Phew! Glad we got out of there! What do you say? Wanna go a bit further? I don't know, Amam. That was pretty close. We're both still here, right? Come on, let's eat some food if you have any. And we can get going. Alright. Er will natürlich weiter, klar. Wir haben Angst. Hier ist der Hebel, mit dem hat er uns aufgemacht. Das Schöne ist, es ist auch wirklich da, was er gesagt hat, denn hier ist wirklich diese Notiz. It's an old note, it says left, left, right. Das finde ich ein cooles Detail, dass es auch wirklich da ist. Die Steine werden auch bald weg sein. Werden unsere Leute hoffentlich wegräumen oder irgendwer. Essen wir was, wir sind ein bisschen energized, rennen ein bisschen schneller, haben ein bisschen mehr Energieregeneration. Bevor ich da runtergehe, können auch hier die Lichter anmachen, will ich erst nochmal hier hin. Da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu holen. Ich weiß nicht, wo diese Sachen herkommen, aber sie sind da und deswegen will ich sie haben. Denn wir werden ein bisschen was zum Craften brauchen, aber nicht nur zum Craften. Oh, Roseberry ist eine gute Sache, zumindest wenn ein paar Sachen nicht randomized werden. Das zeige ich euch dann gleich, wofür wir den Kram noch brauchen, außer zum Craften. Denn ich habe das Gefühl, am Anfang braucht man den überhaupt nicht zum Craften, sondern für andere Dinge. Na, interessante Malereien, oder? Check this out, you. Jetzt ist er wieder grün. Those figures look like humans. And that tall one, wow. He must be an adventurer who came from the out. And he seems to have left them again at some point. Could they be
The humans of our cliff? Our ancestors? That can't be true. We have never been in the out, right? Well, who else would have made this drawing? It looks like they closed off this cave behind them. Don't you get what this means, Hugh? It means humans were in the out at some point. We can return there someday. There must be more of those lands than the scary creatures we are told of, right? Or more to those lands. We should tell Marla what we found. And we should hurry to the ceremony, I think. You go ahead, I want to stare at this for a bit longer. I'll be right with you. Okay, wir sollen wieder weg. Tschüss. Ja, wir haben jetzt hier diese Malereien gefunden und anscheinend sagen diese Malereien, ich meine, ihr habt es ja selber gesehen, dass wir eigentlich von außerhalb kommen und gar nicht hierhin gehören. Also beziehungsweise, dass wir nicht schon immer hier gelebt haben, so in etwa. Nicht hier entstanden sind. Und jetzt wollen die natürlich das Land erforschen, die beiden. Oder zumindest der ältere Bruder, oder der Bruder, ich weiß nicht, ob der älter ist. Ich schätze es mal. Um herauszufinden, was dort noch ist und ob man dort leben kann. Und vielleicht besser leben kann als hier, weil hier sind sie ja echt ziemlich eingeschränkt. Und kurz vorm Aussterben, wie das aussieht, weil viele Frauen gibt es hier nicht. Für die beiden Kerle. You are incorrigible, Amam. But taking young Hugh with you. Ja, wir sind der jüngere Bruder. Another knows. A mother knows that could have happened in. What could have happened in there? You know, you should never leave the perimeter. Sorry, Marla, but we discovered that we have no interest in whatever nonsense you found. You are very well aware that this was off limits and that we should stay inside the village, like we always have. But that's exactly... Now get back to the village. You are already late for the ceremony. Everyone is waiting for you too. Yeah, the grand ceremony. You were right, little brother. She sure wasn't happy about that. We really do have to tell her about what we saw, though. Unless she maybe already knows, she's been here much longer than we have. Only one way to find out. Gesundheit, Schatz. But first, let's hurry to the ceremony. Bloop, 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 bloop. Gleich ist das Tutorial aber vorbei. Nach der Zeremonie. Ja, so ziemlich vorbei. Ein paar Kleinigkeiten kommen dann noch, aber... viel kommt dann nicht mehr, was das angeht. Ceremony time! Alright, now that we are all finally here, the ceremony can officially begin. Thank you, Marla. As a tradition, I'd like to thank everyone for their efforts. It looks a bit more work and resources than usual. It took... But we did it again. Our new house stands tall and strong. Ich muss durch meinen Popschutz gerade gucken die ganze Zeit, deswegen sehe ich das so schlecht. Okay, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser. We shall continue to expand our village. Our next house shall stand right next to this one and will be even bigger and more beautiful. I would now like to call forth Ilma and Khan to officially claim this treehouse as their own. Oh, das sind gar nicht die beiden von eben. Upsala. And after that, we feast. I pronounce you man and wife. What? Time for stew. Ich weiß nicht, mit was er das Stew macht, aber ich glaube nicht, dass er da wirklich Fleisch drin hat, aber er isst doch die Vögel. Ugh, I think I'll throw up if I smell another bowl of that dry stew of hers. I don't see why Gary is so obsessed with it. It's almost like he wants these ceremonies just for the stew. He sure eats a lot of it. Would you look at that? Another round wooden treehouse. Aren't we creative? Mother forbid trying anything new for a change. Yeah, sehr kreativ, immer die runden Baumhäuser zu bauen. If I ever become chief, we definitely try something new. Like that? Oh, crap. Sie haben gesagt, die Steine wären nicht gut. Ja, das war das Spiel, Leute. Wir sind tot. Alles gut.
Jetzt kommt eine schöne Szene. Ich find's so gut. Das sind ja auch noch Haut, das arme Viech. So ein Riesentapir irgendwie. Hallo! You've come from above, have you not? I always did have a hunch something must have been brewing up that cliff. Never did I dare to imagine it would be humans. Dangerous place, that cliff. Here we call it the unstable cliffs for good reason. I can imagine the shock, fella. But you're not dreaming. Both of us might be trapped. Follow me. A nose for adventure. Hier sollte ich mich mal ein bisschen umgucken, denn hier gibt es ein bisschen was zu sammeln, das ich später noch brauche wahrscheinlich. Vor allem diese zwei Sachen, denn die sind, soweit ich weiß, unique. Key Graphite. Nach denen muss man Ausschau halten, das sind wertvolle, wertvolle, rare Ressourcen, die man für Special Kisten braucht später. So viel mal vorweggenommen. Ich könnte wieder rumschwimmen, aber, na. Ich muss sowieso jetzt hier rumwursteln noch, weil er mir jetzt eine Aufgabe gibt. Also. I had the bad luck of being here when the rumbling started. I'm sorry, but who are you? The name is Oth, one of the Tambas. We travel, we study, we practice politics, and sometimes we are stuck. I need to get this bridge fixed to get my Alpa Fund back up there, so here's a suggestion. You help me get some marwood and stiff rope for the bridge and some food for my Alpa Fund, as she's hungry. And I'll get you something for that blockade, as I think that's gonna be your way up. It looks pretty sturdy, but I recently invented a thing just for that. Okay. Also wir müssen ein Marwood holen, zwei Stiff Rope und 6 Karant. Karant ist Nahrung. Erstmal machen wir das Stiff Rope. Ich muss bei Crafting gehen. Ja. Schwupp. Dann, wir können den Rest des Scraps hier trotzdem einsammeln. Wir werden, wie gesagt, später noch brauchen für ein paar Sachen. Und wie gesagt, nicht nur für Crafting. Ressourcen sind wirklich sehr wertvoll. Respawnen aber recht frequent, meine ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier ist ein Karant. Davon brauchen wir nochmal ein paar. Ja, eigentlich nur noch eine, ne? Ja, cool. Sehr gut, die geben wir mal 3. Ist Nahrung für uns, also wir können es genauso essen. Es gibt sehr, sehr viel Nahrung hier im Spiel. Ich meine, bei dem hohen Energieverbrauch ist es auch notwendig, aber man muss es dann noch finden. Gut, gab es noch irgendwas? Ich glaube, das war soweit alles hier. Mehr finden wir nicht. Aber wir haben die Sachen, die er wollte. Was kannst du uns geben, kleiner Kerl? There we go. Neither of us are strong enough to actually rebuild this, but I'll find someone who can. Here's something to get you inside that cave. It's called an explosive keg. And it's not subtle. Hit it with some projectile and it'll blow right up. Be careful with it. Yay, wir haben einen explosive keg. Er wird jetzt verschwinden, aber wir sehen ihn später nochmal wieder. Denn wir wollen nur hier durch. Ja, ich brauche die Fernkampfwaffe. Bla bla, mit LB deployen. Ich weiß nicht, wie man es deployt. Okay, Consuming Pin it is. Und jetzt kommt der Spaß. Boom! Upsala. Letztes Mal wurde ich von dem fast erschlagen. Gut, dass ich diesmal nicht so da dran stand. Worum geht es, ein Hamster auf dem Vieh? So etwas ähnliches. Ich weiß nicht, ob es ein Hamster ist, aber es ist auf jeden Fall kein Mensch. Genauso wie die Alpafanten auch keine Menschen sind. So, und jetzt sind wir in dieser Höhle. Durch die wir durch müssen. Also die Höhle kennen wir ja schon zum Teil. Jetzt müssen wir nur wieder hochfinden, um unseren Bruder wieder zu finden und mit den Leuten zu reden, was da passiert ist und ob wir noch was retten können. Lalalalala. Whee! Oh, ein bisschen Licht an derweil. Kann ja nicht schaden. Und unser erster Gegner im Spiel
Ein Kampf ist gar nicht so einfach. What? It doesn't seem too friendly. I wish our mom was here, so we wouldn't know what to do. I have to fight it. Okay, let's fight. Yay! Blablabla, bla. Ja, wir können fokussen. Das ist ein bisschen wie bei Dark Souls, nur nicht ganz so agil. Also wir können auch AO rollen, aber nur mit Doppelklick. Wir können ihm vor allem ein bisschen eine klatschen. AU! Rundrum, du Sack! Ach so, wir können... Aha, wir können ihn noch umnocken. Ja, und irgendwann stirbt er dann. Wir kriegen seine Schenkel. Mmh, lecker Nom-Noms. Wenn wir essen übrigens, heilen wir auch, wenn wir das denn würden. Ja, nehmen wir die. Seht ihr, mit jedem Essen heilen wir ein bisschen. Das Ding müssen wir mitnehmen. Denn das ist ein Teil eines Rätsels hier, wie ihr seht. Schwupp. Plupp. Und dann geht das auf. Wie auch immer das funktionieren soll. Ein und Knopf. Aber die Rätsel sind auch ganz interessant gemacht hier drin. Und jetzt können wir hier das öffnen und wenn ihr jetzt hier hinschaut... Ah, das war der Weg, den ich vorhin noch, von dem ich vorhin noch gesagt habe, ihr sollt darauf achten, denn ja, das ist unser Shortcut jetzt. Hier hoch. Shortcut in Anführungszeichen, weil wirklich short ist es nicht. Vor allem mit zwei Loading Screens. So. Wir sind wieder im Dorf. Schauen wir mal, was passiert ist und ob es den Leuten gut geht. Das Essen ist leider nicht respawned. Ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch mehr. Ich esse trotzdem mal was, damit es wieder gut geht. Ja, wie ihr seht, hier ist einiges zerstört worden. Die gesamte Klippe ist abgerutscht. Und die Leute in dem Haus sind wahrscheinlich ziemlich tot. Keine schöne Sache. Und vor allem bei der kleinen, geringen Bevölkerung hier. Ich meine, seht es euch an, das sind 2, 4, 6, 8, 10 Leute. Wir waren mal ein bisschen mehr, aber das ist nicht viel. Oh, Mother's Mercy, you are safe. We thought we lost you too for a moment. Und da hört er nicht richtig zu, natürlich. Are you hurt? How did you get back? Did you fall all the way into the out? I'm fine, my head hurts a bit. But I met this wondrous creature, Oth, he lives in the out. I feared as much. Did it hurt you? Were you attacked? No, no, it was very kind. He helped me get back here. He also knew about the bad state these cliffs are in. Where's our mom? I have to tell him about what happened. Ja, alle schweigen. Hugh. The collapse wrought terrible havoc. Luya, Edwin and Iam. Iam? Yarn? Iam. Keine Ahnung. Did not survive and neither did he, Hugh. But he must have gotten away, right? He jumped away. He must be down there. We found him, Hugh. He must have pushed you away from the danger. We are so sorry. I don't believe you. He must be around. Our mom is strong. Yeah, not that strong. Whoop, whoop, whoop. Wir müssen jetzt wieder zu seinem Lookout, wo wir eben schon mal waren. Du, 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 du. Nur ein bisschen Grand Cone. Und dann jumpen wir mal hier runter. Der muss schon auf sein Leben achten, right? Gibt's hier noch irgendwas zu sammeln schnell? Nee, leider nicht. Schade. Mehr sammeln ist besser als weniger sammeln, ne? Ja, das Ding werde ich noch nicht anfassen, sonst muss ich nämlich für das Teil hier wieder zurückkommen. So, das habe ich beim ersten Mal nämlich einen Fehler gemacht. Schauen wir mal. This is his map. He was going to map the whole world. Ja, wir haben unseren Bruder verloren. Aber seine Aufgabe übernehmen wir jetzt. Ist nicht die untypischste Geschichte, aber trotzdem finde ich sie ganz interessant. Hugh, please come back to town. We know what you are going through. We have to start rebuilding. We will need everyone's help in that. Our mom would have helped too. No, our mom would have made sure we would find a better place to live than these cliffs. Hugh, there's no other place to live. The out is not an option. It never has been. That's not true. We told you. Humans were in the out before. Do not believe this. Those nonsense drawings you see. We are too weak to simply walk into the outskirts. Please come back to the square, Hugh. We will figure it out. Ja, nein, wir werden nämlich nicht auf die Narren hören.
die lieber hier sitzen bleiben, bis sie alle runterfallen und zerquetscht werden von den Steinen. Und alles nur wegen einer Pinie. Die unseren Bruder erschlagen hat. Und ich schätze, daher kommt der Name. Vielleicht auch von den Baumhäusern, who knows. Aber jetzt geht das Spiel eigentlich so richtig los. Das war praktisch der Prolog und die Einführung in auch die Crafting-Mechanik. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr zurücklatschen muss, sondern wir haben den Part jetzt eben geskippt. First Humble Steps. You now have Amarms map. Use back to open it and to close it. Ja, wir schalten jetzt nämlich hier Sachen frei, praktisch. Entdecken hier neue Dinge, neue Höhleneingänge. Bestimmte andere Sachen, da kommen wir gleich noch zu. Das, was wir eben da gesehen haben, dieser gelbe Kreis, ist unser Exploration Objective. Also es gibt momentan eine Aufgabe für uns, dass wir dort uns umschauen und neue Dinge finden. Schau mal, was es da so gibt. Denn so, es sieht ja eigentlich ganz schön aus hier unten, ne? Das ist doch irgendein Rätsel, wo ich keine Ahnung habe, wie man es löst, leider. Wir müssen aber dahin, denn schaut mal. Seht ihr das? Mein Kopf. Das ist ein Alpha-Fund. Der Händler wahrscheinlich. Ganz bestimmt sogar. You are now in the exploration area. This is reflected on your compass. The goal is nearby. Ja, wir müssten links. Aber. Was seid ihr denn für geile Viecher? Puffles. Und ihr gebt mir Federn und Karotten. Das ist cool. Also nehme ich eure Eier weg, weil ich weiß, dass ich sie brauchen werde, sofern eine bestimmte Sache nicht. Hier sind die beiden Federn nicht da, schade. Das hier wird übrigens auch eingesammelt von anderen, da müssen wir aufpassen, beziehungsweise das könnte uns das wegnehmen. Ich habe keine Ahnung, was dort ist, da war ich noch nicht. Aber wie gesagt, wenn etwas Bestimmtes nicht beschaffelt wird, dann werden wir diese Eier bald brauchen. Mit dir will ich ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Ja, das ist einer der Bewohner im Aus und die sind nicht unbedingt immer nett. Und ich glaube nicht, dass ich ihn besiegen kann. Verschwinde. Ich will mit dir nichts zu tun haben, ich will nur ein paar Sachen sammeln. Das ist übrigens ein Sammler. Die Bewohner sammeln hier alles in der Umgebung. Und deswegen sieht man dort auch, was da, also das dort was gewesen ist. Soll ich versuchen, ihn kaputt zu hauen? Oh Gott, ich mache ihm überhaupt keinen Schaden. Mache ich dir so Schaden? Oh Gott, ich mache ihm fast gar keinen Schaden. Ein bisschen? Also ich kann ihn verkloppen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das so klug ist, weil es könnte sein, dass es meine Beziehung mit seinem Volk zerstört. Aber hey, verkloppen wir ihn einfach mal. Ich will sehen, was es gibt. Hey! Das Dumme ist, ich kann mich auch noch nicht verteidigen. Das kann man später, das kann ich euch verraten. Oh! Combo-Attack! Stimmt, das habe ich jetzt einmal hinbekommen. Ah, voll gut. Das mag ich an dem Kampfsystem, diese Kombos. Ich weiß nicht, wie man die wirklich macht, aber... Ihr seht ja, es funktioniert ein paar Mal schon hintereinander, also... Aha, Stiff Rope hast du dabei. Oh, du hast ganz viel Kram dabei. Toothstone, den kenne ich gar nicht. Gatherer Token. Jetzt mal eine Pouch voll. Die Bones will ich aber auch nicht haben. Aber das Gatherer Token hätte ich gerne. War vielleicht nicht die beste Idee, ihn zu killen, aber oh well. Das Leben ist hart. Ich glaube, die Feather haue ich weg. Aber das Gatherer Token. Was ist das? Das kenne ich nämlich nicht. An order and badge of a gatherer, tasked by the leader of a village to check the nearby surroundings and collect food and materials. Oh, vielleicht kann ich mit was anfangen. Sehr gut. Gesundheitsschatz. Das wird ja wieder voll hier. Hallo, Madeline. Schön, dass du da bist. Irgendwie hat das spontan voll den Gothic-Vibe. Nicht wirklich. Das Kampfsystem ist nicht shit. Wie in Gothic. Und nicht so asozial schwer, dass du einfach überhaupt nichts machen kannst die ersten 15 Stunden im Spiel. Hier ist wieder nix. Das hat der Penner alles schon abgegrast hier, der kleine Schweinehund. Es gibt mehrere dieser Sammler. Aber er sollte eigentlich nicht von diesem... Oh, die Dörfer ändern sich, wirklich. Vielleicht war... Doch, er war von diesem Dorf. Wow, okay. Das ist neu. Und damit ändert sich auch, was die wollen. Damn. Und er wollte den Crestbone. Shit. Ich habe zumindest einen Bleaker Thigh. Das Ding ist nämlich, diese Dörfer anscheinend random. Letztes Mal hatte ich hier das Fuchsdorf. Jetzt ist das hier das Dorf mit den komischen Krokos, das eigentlich woanders sein sollte. Interesting. Also jedes Mal ein bisschen anders.
Und wir müssen uns mit denen gut stellen oder können uns mit denen gut stellen. Wir können es auch auslöschen wahrscheinlich, I don't know. Um ein neues Zuhause zu finden. Bin jetzt gespannt, wie sich das von der Story her ändert. Wahrscheinlich gar nicht, aber wir sollten ihnen erstmal Honig ums Maul schmieren. Deswegen habe ich nämlich die Beere gut gefunden, weil die hätten die Füchse gewollt. Genauso die Eier. Das heißt, mit den Dingern kann ich jetzt nichts anfangen. Wenn ich den Avian Pepper spende, dann mögen sie mich weniger. Wenn ich den Crestbone, Bleakerthigh und sowas spende, dann mögen sie mich mehr. Kein Alpafant Meat und kein Leder. Shit. Ja gut, ich meine, geben wir denen ein bisschen was. Jetzt sind sie zumindest neutral. Das heißt, wir können mit ihnen reden und sie würden mich jetzt nicht mehr angreifen wie der gerade. Ich werde mir jetzt aber noch den Bone holen, der hier rumliegt. Den gebe ich denen auch noch. Es scheint recht wichtig zu sein, mit denen hier zu handeln. Und die, ein paar zumindest zu haben, die verbündet sind. Seht ihr, der ist jetzt, weiß noch nicht genau, was er mit mir anfangen soll, aber er sollte mich nicht einfach angreifen. Bisschen schade, ich fand die Füchse toller. Aber ist okay, hier habt ihr noch ein bisschen was. Wunderbar, man sieht auch immer, wie viel das steigert. Ich will die Feder jetzt noch, ich lasse hier nichts liegen. Hallo Lucy, schön, dass du reinschaust, by the way. Das hab ich noch gar nicht begrüßt, sorry. Hallo. Hallo. Können wir bald mal wegen RimWorld gucken? Ich will wegen RimWorld gucken, RimWorld ist toll. Oh, und ich habe Boxhead gesagt, wir schauen... Oh, Boxhead ist auch da. Hallo Boxhead. Auch dich habe ich leider nicht begrüßt, tut mir leid. Aber ich habe ihn gefragt, wann der nächste Release ist. Wir schauen uns vielleicht bald mal Black and White an, so im November. Ich weiß noch nicht genau wann. Aber dann schauen wir uns seine Mod an. In der neuesten Fassung. Ah, das hier würde ich auch gerne mitnehmen. Oh, das ist ein Collectible. Stimmt, die werden nicht in mein Inventar gepackt. Sehr schön. Diese Collectibles kann man auch sammeln. Ich weiß nicht, was sie bringen. Vielleicht bringen sie später was Bestimmtes. I don't know. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal in das Dorf hier schauen und mit denen reden. Hallo. Oh, wir müssen Orth finden. Upsala. Sorry. Das Dorf müssen wir gleich. Schade, ich fand die Füchse schöner, weil die hatten so flauschige Schweife. Füchse und Wölfe waren das. Und da hätte sich Nadinchen mehr drüber gefreut. Tut mir leid, Nadinchen, aber vielleicht finden wir die noch woanders. Und können denen auch ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Mithilfe von Donations. Die haben übrigens auch Feinde und die Feinde sind dynamisch. Das heißt, je nachdem, wie sie sich verhalten untereinander, dementsprechend haben sie dann andere Feinde hin und wieder. Es gibt, glaube ich, 5 Dörfer oder sowas. Zumindest habe ich das bisher so gesehen. Und das kann sich auch während des Spielens stark verändern, wer mit wem verfeindet ist und sowas. Und ich denke, wenn man Verbündete hat, hat man auch deren Feinde. Hallo, Orth. Back so soon, are we? You look concerned. As far as I can tell with you humans. Something terrible happened. Oh my, another landslide. We can't live on that cliff any longer. I need to find help. We need to move. A new place to live. That might not be that easy. This island is full of creatures, much stronger and smarter than you and me. Or well, smarter than you at least. You see, all those tribes are fighting over territory and food. It's quite the mess sometimes. In fact, I was just here observing some of the villages, because I don't even know who's occupying them at this very moment. Ja, anscheinend ändert sich das auch mit den Villages. Could be the Knockers, could be the Litters, could be the Carablins. Crockers. Und sind die Crockers gerade. Here's my suggestion. Look for caches known as donation boxes. They're used by all species to share and gift resources to each other in perilous times. I think that if you make an offer to a village and then find that village, they might let you in or even be able to help you. Okay, I will try. Sollte jetzt von uns kommen, glaube ich, ist ein Bug. To be fair, I have very little business with all this. As Tumbas, we are just observing, learning, studying from the comfort of our little house. I'll mark it on your map in the center of the island in case we ever need you. Okay. Tschüss. Bloop. Ja, Affinity Relationships. Und wir sollten auch schon... Upsala. Donation Boxes. Ja. Habe ich schon gezeigt. Da. Seht ihr rechts? Die Crocs sind jetzt mit uns neutral. Ja. Und da werden dann alle Affinities aufgezeigt und wie sie zu uns stehen. Das hier können wir leider noch nicht machen. Ich meine, ihr seht, es ist ein bisschen Platforming auch in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie man das hier macht, was man hier tun muss. Ich habe das noch nicht rausgefunden, beziehungsweise das Teil noch nicht gefunden. Da hinten, was da blinkt bei meinem Kopf jetzt, das ist eine Idee. Ideen sind... Oh Gott, jetzt bin ich fast tot. Okay. Ideen sind ziemlich cool und ziemlich mächtig. Damit können wir nämlich neue Sachen craften. Also das ist praktisch ein Bauplan. Lucy schleicht hier einfach herum.
Ich bin halt unsichtbar. Ist halt ein Fuchs. Das ist kein Fuchs. Wir haben noch keinen Fuchs gesehen. Ich will die euch zeigen. Die sind nämlich voll toll. Die sehen voll gut aus. Voll schön, schön dargestellt. Gut, dem können wir leider nichts mehr spenden. Das ist ein bisschen schade. Aber wir müssen trotzdem mit ihnen reden, weil der Chief des Dorfes... Oh, wir haben keine Energie mehr. Ist mal ein bisschen mehr, Jung. Brauchst du was auf den Knochen. Noch einen. Yum, 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 yum. Und energized. Nice. Denn der Chief wird uns helfen. Erstmal müssen wir das Dorf untersuchen. Oder sind wir nicht... Doch, wir sind friendly genug. Okay, wir müssen jetzt erstmal nämlich lernen, was Dörfer überhaupt ausmacht. Hallo, Crocs. Aber auch die sehen voll cool aus. Ich meine, schaut es euch an. Ganz schönes Detail an den Kreaturen. So, und hier sehen wir nämlich... Das hier ist deren Totem. Das kriegen wir gleich aber noch gesagt, ne? Da. Wow, this is quite the tower. I can see them on the horizon. It seems to indicate the wealth and population of this village. Do the flames on top indicate their sizes, perhaps? Or their size, perhaps? The totem of a village represents the species and the strength of the village that occupies the territory. Gatherers from the village constantly collect food from the area around the village and bring it to the totem. Food is essential for producing new population and restoring health of villagers when fighting. Ja, das hier wird also irgendwie noch so ein Kriegsding. Also beziehungsweise wir können vielleicht ein paar Populationen oder Spezies unterstützen und andere nicht. Ein Flauschefuchs. Ach so, Lucy ist der Flauschefuchs. Hier sehen wir, dass die Population, wie groß die ist, gegenüber dem Maximum. Nahrung und Materialien, wie viel sie haben und damit auch Waffen und sowas basteln können. Ja, da ist der Chef, der Fuchs sah toller aus. Das ist voll unschön. Aber ich habe einen Screenshot für alle, die mich auf Steam als Freund haben. Du bist aber noch wichtig. Der ist immer am selben Platz. Nur halt mal ein Fuchs und mal nicht. You already discovered Poland Fields, okay? You must be the trader. Yeah. I've had my share of strange creatures pass by my shop, but none like you. Then again, experience tells me, the stranger the looks, the deeper the pockets. When they said a human would come by, they didn't prepare me for someone this fragile. Gut, wenn die Füchse das zu einem sagen, dann habe ich mir nämlich gedacht, so, yeah, sind wir wirklich mehr fragile than you? Aber bei so einem fetten Krokodil mit Schuppenpanzer, den er permanent auf der Haut hat, also als Haut hat, kann ich mir da schon vorstellen, dass die uns als fragil ansehen würden. Fragile? Well, yes. I don't think there are people on Albamar that could not break those arms of yours. Best thing I got for you is some ideas that you could fit to your size. Ja, dafür haben wir eben einen eurer Sammler verkloppt, also stell dich mal nicht so an, Chef. I won't trade with you unless we're friends, though. Can't have my goods in the hands of our enemies. Ja, die werden nur mit uns handeln, wenn wir mit ihnen befreundet sind, bla bla. Das ist schön, aber das mussten wir noch erfahren. Jetzt müssen wir noch eine Sache erfahren. Wo waren das? Hier, genau. What an intricate mechanism of wheels. It seems to display the relationships between these creatures. Looks like those in red are their foes. Green means allies, white is neutral. Und wie wir sehen, das grüne, diese grüne Flask rechts, also das zweite von rechts, mit den Fuchsohren, das sind die Füchse. Und die waren vorher eigentlich hier in diesem Camp, also zumindest bei meinem ersten Try. Oh, Hirsche scheint es auch zu geben. Ja, eventuell. Ich weiß nicht, was das alles für Völker sind. Ich weiß, dass es Crocs gibt, ich weiß, dass es Füchse und Wölfe gibt. Aber mehr kenne ich nicht. Ich kann sein, dass es Hirsche gibt. Ja, the discs on the board will turn every time an infinity action is performed by species on the island. Relationships between species are dynamic and change often. Ja, 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 ja. Wir leben also auf einer Insel anscheinend. Das ist schon mal eine gute Info. Jetzt müssen wir hier hoch. Aber interessant, der Stil der Dörfer ändert sich auch je nachdem, wer drin lebt, weil die Füchse machen nicht alles aus Knochen. Knochen und Holz. Und die sehen auch anders aus. Sehen natürlich auch anders aus, ne? Sorry. Das Wasser. So, Chief, wie sieht's aus? Hilf mir. Well, have I ever? Are my eyes deceiving me? A human in flesh and bone. Forgive me for the expressed consternation. But it has been decades since anyone saw a human on this island. What do they call you, young one? My name is Hugh, and I have come from the unstable cliffs. My tribe can no longer live there, so I have come to find refuge. I donated to your village, hoping to get help. That I live to see this day. I admire your courage, Hugh.
ist viel, also das muss ich schon sagen, es ist weit, wie heißt's, intimidating? Na? Einschüchternder, wenn dort so ein fettes Megakrokodil sitzt, als ein Wolf. Oder ein Fuchs, es war ein Fuchs. But a place to live, that is not in my interest, I'm afraid. I have plenty of mouths to feed, as does everyone on the island. However, your donation did not go unnoticed, and I thank you for that wholeheartedly. Not everyone will share the peaceful interest that I have for humans. By the way, wenn wir den Füchsen Crestbone geben würden, würden die uns deswegen weniger mögen. And you look very and unprepared for what seems to be a burdensome task. I shall have our village trader retrieve an old shield from our stock. Ich bin gespannt, ob das Schild jetzt anders aussieht, wenn wir es von denen bekommen. Der Schild, sorry. One that should fit your hands. Perhaps explore our village in the meantime, as there should be plenty to learn for a creature like you. The shield should be ready when you are ready to leave. A shield? Hopefully I'll be able to handle it. You have gotten this far. I shall also think about what you can do to reach your goal. It is high time someone or something stirs up the daily grind on Albemarle. Come see me when you have received your shield. Okay. Yay. Collect the Chief's Gift. Wir hätten auch vorher mit ihm reden können, aber ich habe das jetzt schon gemacht. Dann ist der Mond bestimmt die Wölfe, die du meinst? Nein, Füchse und Wölfe waren zusammen. Das hier. Das da. Das sind Füchse und Wölfe. Also es sah zumindest aus wie Wölfe, weil ich habe noch keinen grauen Fuchs. Ja doch, es gibt graue Füchse, ne? Vielleicht waren es auch nur Füchse, aber sie sahen ein bisschen aus wie Wölfe, naja. I don't know. Wir werden sehen, was es noch so gibt, denke ich. Hier ist mein Schild. Yay. Und er sieht gleich aus, okay. Also das hat besser zu den Füchsen gepasst, dieser Schild. Aber es ist ja ein alter Schild, den haben die sich ja nicht selbst gefertigt. Sonst wäre er aus Knochen. Alright, this looks sturdy. Enough loitering. I should ask the chief for some more pointers. Yep, thank you. Schilde sind doll, die können mich schützen. Ist das nicht geil? Equipment. Shield. Dankeschön. So, und wenn wir jetzt im Nahkampf sind, haben wir auch noch ein Schild. Ist aber sehr schwer zu handeln. Na gut, hier kann ich es nicht. Hier kann ich mich nicht verteidigen. Er ist relativ schwer zu handeln, finde ich. Aber ich kann auch jederzeit ausziehen, also ist nicht so wild. Ups, Chief ist hier. Ich renne die ganze Zeit drum rum. Hui! Moin, Chief! Komm, Schild. I'm glad you have found the shield, young human. Still, you look a little... Look like a brittle tingflower I could snap in half before breakfast. I asked around a bit, and I realized there is someone more capable than us to help you with gearing up. Oh, who's that? The name is Grob, one of the Manoth. Und ihr könnt euch hier denken, was das für einer ist. Nobody has seen them for ages, but apparently he's still alive. Word has it, he resides in the Poland Pass between the Shore Cliffs and Sparse Fields. Finding him might not be easy, but he has enough experience with human gear to at least give it a shot. I will try to find him, thank you. Surely you will. You got this far. Good luck, human. Yeah, Monstrum. So, jetzt ruckelt immer ein bisschen. Die Optimierung ist anscheinend noch nicht getan. Ist klar, es ist noch im EA. Optimierung ist immer etwas, was ziemlich spät passiert im Development Process. Also kann man hoffen, dass das noch passiert und dass es ein bisschen weniger ruckelt bei solchen Sachen, bei solchen Updates. Aber für den Moment ist es halt genau das. Kann ich Dull Rocks mitnehmen? Nee, Pouch ist voll, okay. Ist wurscht, brauchen wir eh nicht gerade. Ich habe wahrscheinlich noch ein paar Sachen wegschmeißen müssen, also von daher. Ein paar brauche ich auch zum Craften. Kann ich die mitnehmen? Ein bisschen Essen? Ja, die kann ich mitnehmen, aber die leider nicht. Ja. Macht aber nichts, denn hier kommt selten einer vorbei. So, was ich jetzt nicht mitbekommen habe, ist, ja, wir müssen da hin, aber ich muss nicht den Berg hoch, ich muss da in die Höhle. Na, no, wie die schlafen. ich muss in die Höhle hier rein. Es gibt zwei Eingänge für die Höhle. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal den Berg hoch, maybe? Ja, wir gehen direkt hier hin, komm. Denn hier werden wir noch was Wichtiges finden. Ihr könnt euch sicher schon vorstellen, welches Tier ein Manoth ist. Ja. Hier habe ich mich auch ein bisschen schwer getan mit dem Rätsel. Das ist eigentlich super einfach. Ich glaube, ich muss sogar nur das machen, oder? Upsala, das nicht. Ich muss nur das Ding rausnehmen, ja. Kaputt. Oder beziehungsweise noch nicht kaputt. Genau, jetzt stelle ich das Ding wieder ab. Nehme ich das Ding raus.
So, das ist das. Upsala. Jetzt ist das da oben nämlich nicht mehr verbunden. Und jetzt kann ich die Fackel wieder nehmen, wieder hier reinstoppen. Zap, offen, ich komme durch und das Ding geht gleich kaputt. Achtung. Sieh, kaputt. Keine Ahnung, warum es kaputt gehen muss, aber es geht kaputt. Und schon sind wir hier drin. Diesmal etwas früher als das letzte Mal. Das letzte Mal habe ich nämlich wirklich 10 Minuten da gehockt, bis ich das gefunden habe. Und bin ein paar Mal durch die Gegend gerannt. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Hello? A human in my cavern. Oh, happy days. It's been ages. You must be Grob? Sure am. You have no idea for how long I haven't had any company. And from a human, nonetheless. You never leave this cavern? Nah, the outside world is not for me anymore. Everyone's occupied with their own problems. There's a total lack of community. Apart from you humans, I could only bear my sister's presence, but she's not been seen for a long time. There are more of you? Oh, there used to be plenty of us, but we retreated as the islanders grew more hungry for power every day. Anyway, you came for some business, I hope? I was told to come and find you for some protective gear or some tools. Ouch. Haven't done those in a long time. I gave my last human creations to someone just like you, but that was ages ago. He was a friend. I believed he used to hide in an abandoned watchtower nearby. I created gear, tools, but also chests to hide belongings in. In return, he brought me these shiny orbs. I love them. Oh, these orbs. Oh, cool. Das habe ich letztes Mal gar nicht mitbekommen. You should go to his hideout. Maybe you'll find some human belongings there still. And before I forget, all my chests came with a tiny key. You'll need key graphite to make them. I'll write it down for you. Okay, I try to find it. Thanks for stopping by, human. Please pay me a visit sometimes. Key graphite is a finite material, also es gibt's nicht so häufig. Used to craft an Albemir key. It can often be found in remote and hard to reach places. Yep, yep, yep. Und davon müssen wir, ich glaube, 8 finden. Warte mal, crafting. Key. Ja, 8. Wir haben 2. Beim letzten Mal hatte ich hier schon 6. Also ich bin schon viel mehr durch die Gegend gerannt. Hier hat er gepennt. Oder gesessen. Ich weiß nicht, was er hier tut. Auf jeden Fall war er hier. Er hat ein paar Bücher und sowas hier rumfliegen. Ich weiß nicht, wo er Essen herbekommt, aber ist okay. Und er will anscheinend diese Orbs haben. Also müssen wir die für ihn finden. Ob wir dafür was bekommen, weiß ich aber nicht. Ich konnte nämlich noch keinen bei ihm abgeben. Aber jetzt können wir im Grunde wieder hier raus. Hier hinten gibt es auch noch irgendwas zu holen. Aber das geht erst, wenn wir rausgefunden haben, wie wir diese Contraptions hier aktivieren können. Weil wir diesen Aufzug brauchen. Ja. Wir können aber theoretisch hier rausgehen. Aus dem anderen Ausgang. So, ich glaube, wir machen noch ein bisschen. Wir machen ein bisschen längeren Part, also ein bisschen mehr als eine Stunde. Machen wir ein schönes, angezockt hier draußen, schönes großes. Denn ich... Ah, das sind die Füchse. Das sind die Füchse. Kann ich ihnen was geben? Sparse Fields, genau. Jetzt sind wir in Sparse Fields. Ich brauche eine Donation Box, bevor ich da reingehe, weil sonst greifen mich die Füchse einfach an. Aber sie waren nicht verfeindet mit den Crocs. Das heißt, ich kann mit den beiden praktisch handeln, wie ich will. Das hier kann, ja, hier ist schon abgeerntet worden, schade. Ohne Probleme zu bekommen. Ich muss jetzt nur deren Donation Box finden. Was ist da hinten? Ja, wie ihr seht, man kann hier sehr viel erkunden. Man kann sehr viel sammeln an Zeug. Auch hier könnte ich wieder was sammeln, wenn sie nicht schon abgeerntet hätten. Aber die Sammler von denen sind sehr schnell. Wir haben übrigens auch Nacht. Sieht man oben am Kompass. Und natürlich, indem man sich umschaut. Sternenhimmel und so. Aber die Nacht dauert nicht mehr lange an. Hier gibt es anscheinend auch irgendein Rätsel zu lösen. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Da hinten ist noch ein Orb. Zu dem gehen wir erstmal. Dann versuche ich auf der Straße irgendwo noch eine Donation-Box zu finden.
Weil ich würde euch gerne noch das Wolfsdorf wenigstens zeigen. Beziehungsweise Fuchsdorf. This is one of those shiny orbs. I should bring it to Grob. Okay, Grob's Workshop. Vielleicht kriegen wir wirklich was dafür. Graduell. Hier liegt noch irgendwas rum normalerweise. Gibt es hier eine Donation Box? Es hieß ja auf den Wegen, gibt es sowas. Hier nicht, das ist die falsche. Oder das ist doch ein anderes Dorf, aber ich meine, der Tower wäre richtig. Rock's Gaze. Was wollt ihr haben? Migayam, Dullrock, Karanz. Wir haben eine Menge Karanz. Eigentlich kann ich euch die alle geben. Dann seid ihr zumindest nicht pissy mit mir. Dullrocks findet man auch sehr viele eigentlich. Spüstal hätten wir eben einen fast finden können. Okay. Ich könnte ihm noch die Yams geben, aber ich brauche selber ein bisschen Nahrung zum Essen. Von daher reicht mir das hier. Gibt aber schon einen guten Batzen. Oh, und seht ihr, die Affinity der Crocs geht gerade wieder runter. Interesting. Müssen wir also aufpassen. Man kann also nicht mit allen gut Freund sein, aber ich denke mal, das seid ihr, ne? Ihr kleinen... Was seid ihr? Ja, aber das war wohl deren Dorf, dem ich gerade donated habe. Cool. Keine Ahnung, was die sind und keine Ahnung, was das da mir anzeigt. Nehmen wir mal ein bisschen Weed mit. Haben wir noch was zu essen. Okay, ein bisschen energized sind wir auch. Ach, das ist wahrscheinlich jetzt mit Grob das. Ne? Show Grob the Amphiscus Orbs. Okay. Können wir wahrscheinlich ihm die wiedergeben. Können wir gleich noch machen. Oh, da ist Graphite. Das will ich haben. Außerdem will ich ein paar Dullrocks mitnehmen. Nur für den Fall, dass wir es brauchen. Aber ich will den Füchsen Zeug geben, Mensch. Ja, hier ist nämlich der Eingang, aus dem wir eben rausgekommen sind. Erstmal das Graphite. Sah aus wie Geckos eben, die Viecher. 4 Stück, das heißt, wir brauchen nur noch 2. Und ich glaube, auf dem Lean Iron, oh. Oh, okay. Das findet man auch so hier rumliegen. Auf dem Berg hier gibt es, glaube ich, noch 2. Damit hätten wir genug für den Key. Und der Watchtower ist da. Seht ihr? Bei meinem Kopf gerade. Da ist der Watchtower, da müssen wir hin. Und dann können wir uns ein bisschen Gear zusammenschnüffeln. Du bist böse. Ja, du bist sehr böse. Also hacken wir dich mal um. Au! Penner! Kombos sind voll gut. Au, au, au. Blödes Vieh. Ich glaube nur, wir können nichts mehr mitnehmen, weil unsere Pouch voll ist. Ich könnte ein paar Yams nomsen und dann habe ich eh wieder Platz. Jetzt ich mal eine zu viel, aber dann kann ich zumindest mit den Crocs wieder ein bisschen befreundet werden. Genauso das Leder, das Alpha-Fund-Leder könnte ich jetzt mitnehmen dafür. Ich glaube, ich lasse die mal fallen, weil ich glaube, die Füchse wollen die auch nicht. Aber ich denke, man kann alle Sachen irgendwie bei irgendeinem Dorf eintauschen und sich damit bei denen einschleimen. Weil die das als Baumaterial brauchen oder als Nahrungsquelle oder wie auch immer. Weil das Alpha-Fund-Fleisch werden die Crocs wohl kaum als Baumaterial nehmen. Hier sind übrigens ein paar Alpha-Funds, die können wir jetzt killen und würden noch mehr Zeug bekommen, aber why? Stattdessen können wir lieber nochmal zum Elefanten gehen, beziehungsweise ich will erstmal das Crafting-Zeug holen. Wenn ich das Graphite gefunden habe. Also erstmal Graphite. Ich meine, hier wäre noch welches. Ich habe irgendwo auf diesem Berg noch welches entdeckt. Beim letzten Mal. Denn mit dem Crafting-Zeug können wir uns wenigstens mal ordentlich ausrüsten. Und dann haben wir auch ein bisschen Schutz vor den Viechern. Denn, ah, hier ist es. Denn wenn eines stimmt, dann, dass wir halt nicht viel gegen die aufbieten können momentan. So. Jetzt können wir so einen Key machen. Schub, 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 schub. Wir haben sogar mehr, als wir brauchen. Cool. Wir haben schon wieder die Hälfte für den nächsten Key. Und das sind halt so Special-Truhen, an die man nicht einfach unbedingt rankommt. Außer man weiß wie. Die man nicht einfach findet und dann in denen hoffentlich was Leckeres drin ist. Mal schauen. Lalalalalala. Wie findet ihr das Spiel bisher, Leute? Gehe ich recht in der Annahme, dass es euch eher zusagt als nicht? Ich hoffe doch. Also zumindest, dass ich richtig lag. Ja, hier ist der Watchtower. Collect the gear from the stashes. Oh, und außerdem. Aha, gut, dass wir noch nicht zurückgegangen sind. Ja, es gibt immer so einen kleinen Trick, wie man hier hochkommt. Das muss man erst ein bisschen rausfinden. Ja, gehen wir einen höher. Ich meine, okay, wir können hier oben anfangen. This looks like an advanced slingshot of sorts.
Seems like I will need to craft something other than pebbles to fire it, though. Ja, wir haben gerade einen Bogen gefunden. Und natürlich... Ich kann den mitnehmen, ja. Und natürlich... Both are powerful ranged weapons, but require ammo to shoot. Genau. Das geht nicht nur mit Steinen. Die Steine haben wir unendlich, aber Ammos, Arrows leider nicht. All creatures on the island have weak spots. Hitting those will result in a powerful crit. Habe ich noch nicht mit rumgespielt, um ehrlich zu sein, weil ich so wenig Arrows hatte und nicht wirklich die Materialien, um welche zu... Kann ich das Marrowwood nicht mitnehmen? Und nicht die Materialien hatte, um damit was anzufangen. Hier gibt es auch noch mehr Zeug. Wristguards und Legguards und Pants, die wir machen können. Also ihr seht, wir finden hier viele Ideen. Powerbrew. Wir können Softglas mitnehmen, wenn es nicht voll wäre. Hier gibt es noch was Besonderes. This note must be written by that human. Day 166. Today I met up with some leaders of the Vault Villages. I have been charting the shortest routes that connect those ancient places for months now. The vaults are very important for the bright future ahead. I have also found out that crafting a power brew gets you inside any village. Chiefs really love them. Vaults. What are those? Sounds like there might be some answers there. Maybe they could provide a place to live? I should visit those. This human marked them on this map. Ja, und jetzt haben wir die auf unserer Map. Eigentlich nicht wirklich, denn... ja, wir sehen noch nicht, wo die sind, glaube ich. Außer das hier ist es. Ich krieg leider keinen... Das finde ich ein bisschen schade. Ich krieg keinen Readout, was das sein soll. Ich sehe nur... Ja, das hier sehe ich. Quarry Grounds. Species the Fexel, okay. Tier C. Das hier sind die Crocker. Tier C. Okay, damit sehen wir, wie das ausgebaut ist. Wir bräuchten ein Travel-Kit, um direkt dorthin zu reisen. Das wusste ich auch noch nicht. Interesting. Wir wissen, dass das hier... Ja, genau. Wir sehen immer nur die Region, aber nicht, was das hier für ein Gegenstand ist oder für ein Dings. Finde ich ein bisschen schade, aber ist halt so. Ich meine, ist halt Designentscheidung, ne? Aber wir haben jetzt diese Vaults. Seht ihr oben auf dem Kompass? Wir könnten dorthin gehen, zu diesen Vault-Städten. Aber erst einmal müssen wir das hier noch machen. Denn ihr werdet bemerkt haben, dass wir den Schlüssel noch nicht eingesetzt haben. Das sollten wir natürlich tun. Du bist positiv überrascht, Nadine, das freut mich. Ja. Millie findet es auch süß. Und dann entstand Fallout irgendwie schon, ne? Hier brauchen wir den Key. Und wir haben die Wedgwood Sword Idea bekommen. Nein, da will ich hin. So, erstmal Equipment. Wir haben ein paar neue Sachen bekommen. Und wir haben unendlich viel Sling Pebbles. Wir haben das Old Pinewood Sword, das ist nur Stufe 1. Wie ihr seht, gibt es 5 Stufen. Der Schild ist... In so ziemlich allem Stufe 2. Wir haben Wedgwood Wrist Guards. Wir haben noch keine, also können wir sie einfach equippen. Die alle Stufe 2 sind. Und alle diese Wedgwood Sachen sind Stufe 2. Der Bogen auch. Sollen wir ihn ausrüsten? Ja, maybe. Equip it. Spielen wir damit mal rum. Aber wir haben noch keine Tunik und keine Pants. Aber die könnten wir jetzt basteln. Wenn wir die richtigen Zutaten dafür haben. Hierfür brauchen wir Marwood und Dullrocks. Gut, deswegen sollte ich die Dinger sammeln. Wie viel kriegen wir da raus? Steht da nicht. Hm. Aber hier können wir die Pants machen. Wir brauchen 4 Stuffcloth, 5 Stiff Rope und 6 Gravel Moss. Und dafür, dass wir die Stuff für Stuffcloth Cloth immer noch Gravel Moss brauchen, heißt das, wir brauchen 10 Gravel Moss. Eine ganze Menge. Und dieses Hay, was ich nicht weiß, wo man es herbekommt. Für die Brew brauchen wir Cariblin Essence und Bleaker Thighs und Soft Glass. Für Softglass brauchen wir Sandstone und Dry Clay. Und für unser Schwert, für unser verbessertes Gravel Moss, Marwood, Stiff Rope und Grand Cone. Wir haben alles dafür. Cool, dann machen wir das nochmal. Haben wir zumindest eine Sache. Wir hätten auch genug gehabt für unsere Tunic. Aber ich denke mal, wir werden nochmal an Stiff Rope kommen. Wir können sofort eins machen. Ist gar kein Problem. Ich glaube, ich werde das ganze Marwood mal so ein bisschen so Stiff Rope machen. Und dann fehlen so die Grand Cones. Die werden wir schon noch finden. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Körperschutz. Ein bisschen besseren. Gut, rüsten wir das Schwert aus. Ich weiß nicht, was wir mit dem Schwert jetzt machen. Es ist halt einfach da. Aber ja, es belastet uns auch nicht weiter. Wir haben jetzt einen Bogen, mit dem wir Dinge tun könnten. Ich weiß nicht, warum der in so einem schlechten Zustand ist. Vielleicht ist das unsere Ammo. Das rechts, seht ihr das? Neben dem Reticule, dieser rote Balken.
Vielleicht unsere Pfeile, Pfeilanzahl, wie voll unser Köcher ist, so in etwa. Wir haben sogar einen Köcher aus Holz, rechts an der Seite. Finde ich ganz lustig, sieht cool aus. Okay, damit war das das, was das Mammut von uns wollte. Wir haben uns die Sachen besorgt, wir können sie jetzt basteln nach und nach. Ich meine, ein paar Sachen haben wir uns schon gebastelt, das ist cool. Gehen wir nochmal kurz zum Mammut, ich will mich wissen, was mit den Orbs ist. Aber es wirkt schon sehr Fallout-y, ne? Ich bin mir sicher, dass es dort auch Story gibt, oder ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass es bei diesen Vault Story gibt. Ich habe nämlich hier aufgehört, ich habe nicht mehr weitergemacht, nachdem ich das alles gefunden hatte. Jetzt wäre es halt auf dem Weg dahin praktisch die Vaults zu erforschen und rauszufinden, was ist hier überhaupt passiert, warum sind die Leute überhaupt dort auf dieser Klippe. Schauen wir erstmal, was er will. Grob, I found one of those orbs. Ooh, they shine bright as ever. What are they actually? They are pieces of an ancient history, they say. Placed by species long forgotten, even more forgotten than us Manoth are. Now I am a mere collector. Oh, so exciting. Let's make a deal, tiny human. If you find me more of these, I will craft a larger pouch for you. Oh, sehr gut. So that you can carry even more of these. Sounds good, actually. I'll start right away. Okay. With 5 more orbs. Map. Ja, noch ist unsere Pouch leider klein. Blöd, aber hey, wir brauchen 5 mehr. Oh, zu den Vault Chiefs könnten wir eine Power Brew bringen. Damit sie uns mögen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Mal gucken. Ich will jetzt aber erstmal wegen den Füchsen gucken, ob wir da noch reinschauen können. Ich meine, diese Rexelviecher sind ja auch ein bisschen komisch, diese kleinen Geckos. Interessieren mich jetzt nicht so sehr. Wir haben ein bisschen Platz für Karanz, für die Soulfodils. So die Daffodil in Tainted Form oder was? Ich habe mich noch nicht weiter außerhalb hier bewegt. Gehen wir nochmal zu den Feldern zurück. Diese Fackeln hier gehen übrigens an, wenn Nacht ist. Ich weiß nicht, wer sie anzündet, aber irgendjemand scheint es zu tun. Ich kann es leider nicht. Hier könnte ich jetzt noch ein bisschen was finden von dem, was wir hier hinten eintauschen können, nämlich dieses Spystals. Ich habe nur keinen Platz mehr, wie immer. Rich Fennel, das ist glaube ich Fenchel, ne? Nur ein bisschen Karant mit. Ich will erstmal gucken, was die Wölfe, die Füchse von mir wollen. Warum sage ich mal Wölfe? Ja, und hier sieht man auch, es ist Early Access. Ja. Schauen wir nicht so genau hin. Aber für den Stand im Early Access muss man sagen, es ist eigentlich schon gut funktionsfähig. Ich weiß nicht, wie viel es hier jetzt noch weiter ginge, ob schon alles fertig ist, was so den Grundteil angeht. Und ob sie jetzt mehr in der Polishing Phase so ein bisschen sind oder was auch immer der Status ist. Ich habe mich da jetzt nicht informiert. Aber was es so gibt, ich meine, die Mechaniken funktionieren ganz gut. Man kann rollen, man kann dashen, und zuhauen. Ups, da ist ja so. Nee, man kann so die Basics. Und es sieht schön aus. Und es gibt eine Menge zu erforschen. Wie gesagt, ich bin selber nicht weiter gewesen als hier. Ich wusste nicht mal das mit den Orbs. Ich dachte mir, dass man die irgendwie einfach entweder for the fun sammeln muss oder dass man dafür noch was bekommt. Aber ich wusste nicht was. Und eine größere Pouch, damit man mehr Crap mit sich schleppen kann, wie diese Dull Rocks hier. Die hier normalerweise wären. Das wäre schon sinnvoll. Ja, das Dumme ist, wenn ich jetzt da reingehe, wollen die mich verhauen, ne? Ich meine, ich gehe auch mit gezogenem Schwert da rein. Ist auch immer eine gute Idee. Aber das sieht nach den Fuchsis aus. Seht ihr? Sieht schon ganz anders aus hier. Die Häuser und sowas. Sieht ein bisschen mehr nach Hobbits aus. Hallo. Ich könnte übrigens auch hier schleichen. Aber sie sind schon ein bisschen pisst. Ja. Ich verschwinde ja schon. Ist cool. Aber seht ihr, Fuchsis? Mit Schweifen. Ich will mit denen Freunde werden. Das geht doch wohl nicht. Wir müssen irgendwo die Straßen entlang gehen, um rauszufinden, wo deren Donation Box ist. Die habe ich beim letzten Mal auch nicht gefunden. Da waren das die Crocs. Hier ist die. Ahahaha, sehr gut. Ja, das ist definitiv die. Man sieht die Fahne. Oder Flagge. Und ihr wollt, yeah, Puffle Eggs und Soft Glass. Also Puffle Eggs haben wir zumindest. Was wollt ihr noch? Lean Iron haben wir leider nicht. Roseberry haben wir dafür. Wären wir die auch los. Wir wüssten, wo wir Lean Iron finden. Und so kann man sich das dann so ein bisschen hochfarmen. Ah, die anderen pisst das an. Die Crocs sind jetzt pissy, wirklich.
Ja, ist ein bisschen unschön, aber oh well, ist halt so. Hauptsache, die mögen uns jetzt. Gehen wir mal da hoch. Gucken wir uns mal deren Dorf an. Ich weiß auch nicht, inwieweit man die unterstützen und denen helfen kann. Wenn, dann würde ich auf jeden Fall den Füchsen wahrscheinlich helfen, weil die finde ich toll. Gary Vault basierte bestimmt auf Gary aus dem ersten Dorf. Ja, bestimmt. Hallo. Hallo, Fuchs. Guckt euch die mal an, die sind voll toll. Ich finde die super cool vom Design her. Aber ich muss auch sagen, die Crocs waren auch cool vom Design. Hallo, das sind natürlich Sammler, die haben die Dings auf dem Rücken, die halben Fässer. Hier ist auch ein Trader, aber der handelt nur mit mir, wenn wir halt... okay, hier kann ich ihm nur wieder Donations machen. Ja, er handelt nur wirklich mit mir, wenn wir mit denen befreundet sind, schätze ich. Wie bei den anderen halt auch. Aber man sieht, die haben weit mehr Food, dafür weniger Population. Hallo, kann ich mit dir reden? Oh, normalerweise hat er nämlich mit mir geredet. Und wenn er sagt so, oh, ich könnte deine Knochen zerbrechen, dann denke ich mir so, wir sind relativ gleich von der Statur und allem. Wenn das so ein Croc sagt, dann denke ich mir so, okay, ja, du hast recht, ich gehe lieber. Fallout the Prequel oder so. Und diese ganzen Bewohner hier werden dann zu diesen komischen mutierten Tieren, die es in Fallout gibt, wahrscheinlich, oh, hoffentlich nicht. Das wäre ja eklig. Killer Croc. Was tust du hier? Willst du Krieg machen? Es kann sein, dass die sich jetzt bekriegen. Aber eigentlich solltet ihr euch mögen. Ja, die Crocs sind mit denen verbündet. Ich weiß nicht, warum die dann angepisst sind, wenn ich denen hier spende. Weil es sind ja ihre Verbündeten. Die sind nicht mit den Geckos. Mit den Geckos sind sie im Krieg, wie man sieht. Die sind auf Rot. Was auch immer die Elchviecher hier sind, mit denen sind die Füchse auch verbündet. Also, aber anscheinend ist es echt schwer, mehr als einer Fraktion sich anzuschließen. Oder beziehungsweise zwei zum Beispiel. Wäre ja schon gut, wenn es zwei wären, dass man sagen würde, okay, cool, ihr seid voll befreundet mit den Crocs, dann verbünde ich mich mit euch und mit den Crocs. Oder mit euch und mit diesen Elchen. Unterstützt euch einfach beide, aber ja, geht wohl nicht. Sollen wir in Richtung so einer Vault City gehen? Aber dann sollten wir gucken, dass wir... wir können auch hier nachgucken, hier gibt es ganz, ganz viele für die ganzen verschiedenen, seht ihr, verschiedenen Spezies, noch Infos und sowas. Litter, Cariblin. Ah, Cariblin, ja, sind wirklich Elche, seht ihr das? Oder halt so, ja, es sind mehr Hirsche, sind keine Elche, das Geweih ist falsch, wenn das Elche sein sollen. Aber die Schnauze ist mehr Elch, meine ich. Komisch. Das Geweih passt irgendwie nicht so. Alpafans und Puffles, oh, guck mal, wie süß die sind. Kleine, dicke Vögel. Bleaker, die haben wir schon gesehen auch. Ein paar Mal bekämpft. Hier sieht man auch die ganzen Items und sowas, die man finden kann. Roseberries, Common Weed, irgendwas haben wir noch nicht gefunden. Kann man sich ja ganz viel noch finden und herausfinden drüber. Unsere Goals. Das habe ich doch gemacht. Okay, die sind grün, also sind die abgeschlossen wohl. Okay. Und da sieht man dann auch, Human Wake ist Main Story. Locate one of the Vault Villages. Wir sollten vielleicht dieses Power Brew mitnehmen. Power Brew kostet uns... wir brauchen Soft Glass. Mist, wir hatten eben Soft Glass. Also die scheinen noch nicht im Krieg mit uns zu sein, sonst hätte er uns ja eben angegriffen. Und anscheinend haben sie eben auch gehandelt. Ein bisschen Marrowwood kann nicht schaden. Was war das für ein Laut? Ach, du Vieh. Ja, aber ihr seht, die sind im aktiven Handel miteinander. Und da ist es komisch. Ich finde, dass jemand, der miteinander handelt, nicht in den Krieg gegeneinander ziehen würde, weil das ist seine Profite, die er verliert. Aber ne, vielleicht ist das hier ein bisschen anders. Wo hatten wir das Softglass gefunden? Ich glaube, oben auf dem Berg, ne? Gehen wir nochmal kurz hoch. Karibu vielleicht? Maybe. Könnte sein. Nadinchen, ich kenne Karibu jetzt so nicht so wirklich. Lean Iron könnten wir mitnehmen, das freut die Füchse. Können wir den dann auch noch geben. Mal schauen. Man sieht, man kann noch nicht ewig rennen. Man muss immer seine Ausdauer ein bisschen regenerieren lassen. Außerdem kostet Rennen wahrscheinlich, ich kann es nicht beschwören, aber wahrscheinlich mehr an Nahrung. Geben wir uns mal ein paar Karanz. Oh, die sind gut. Ja, hier ist wieder Alpafan-Leder. Damit könnten wir den Crocs wieder schmeicheln. Vielleicht können wir es aber auch einfach mit denen handeln, ohne dass die Wölfe dann angepisst sind. I don't know. Füchse. Jedes Mal sage ich Wölfe, ich weiß auch nicht warum. Aber hier irgendwo war doch Softglass, oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr.
Wir brauchen nur Softglass. Und dann können wir versuchen, eines dieser Vault-Dinger zu erreichen. Ihr könnt mir dann noch sagen, welches. Von links nach rechts. 1, 2 oder 3, Leute. Ich habe keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Oh, wir kriegen sogar eine Menge Marrowwood dadurch. Also seht ihr, man muss nicht so viel farmen. Man kriegt eine Menge Zeug. Wir haben noch nicht so viele Seile. Daher werde ich ein bisschen was dieses Marrowwoods direkt zu Seilen machen. Stuffcloth ist auch gut, wenn wir das ein bisschen kondensieren, den Kram. Da brauchen wir eine Menge von. Die Tunik, da bräuchten wir jetzt noch ein Gravelmoss und 2 Grand Cones. Gravelmoss findet man immer auf irgendwelchen Steinen. Ist klar, es heißt Gravelmoss, also Kieselmoos. Also findet man es auch da. Und das hier ist ein Spystal und kein Soft Glass. Aber jetzt haben wir das Material zumindest einmal gesammelt, genauso wie die hier. Genau, auch wieder Food. Alle Pflanzen kann man essen. Okay, zur Not schmeiße ich was weg. Es ist gut, das Material zumindest mal gesammelt zu haben. Damit man diesen Glossar-Eintrag bekommt. Ich weiß nicht, ob der viel bringt, aber... Och, wir brauchen nur ein Softglass. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gefunden habe. Es gab so viel Zeug hier. Es ist schwierig, das zu finden, was man braucht. Wir können auch da runter gehen und uns umschauen. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Ich habe nämlich vermieden, da runter zu gehen. An den Strand. Ich wollte mich erstmal mit den Völkern ein bisschen beschäftigen. Goldene Mitte 2, okay. Gib mir die Saat auch Mitte. Du bist für Universum. Ja, Universum kommt gleich. Ich habe ja gesagt, wir fangen deswegen ein bisschen früher an, damit wir uns das hier ein bisschen mehr angucken können. Ansonsten hätten wir jetzt eh erst seit einer halben Stunde angefangen. Tink Flowers gibt es hier auch noch zu finden, schön. Ich sehe kein Softglass. Da unten ist noch so ein Orb. Wir brauchen nur 5 für eine Pouch, ne? Ein Pouch-Upgrade. Geh ich jetzt doch mal hier runter. Hier gibt es sicher auch ein paar Rätsel zu lösen, ein paar Sachen zu entdecken, aber ich will eigentlich nicht hier hin, denn ich würde gerne einfach zu der Vault rennen. Vielleicht rennen wir einfach mal zur goldenen Mitte, die ist eh da oben. Muss ich hier durch? Ich hoffe nicht. Und schauen mal, ob wir auf dem Weg noch ein Softglass finden. Wenn nicht, müssen wir den halt irgendwie anders schmeicheln. Ja, die kann ich mir mitnehmen, ne? Shit. Gutes Futter. Nichts, was wir einfach so verbrauchen könnten. Ein Fenchel, maybe. Nehmen wir direkt 2 und dann kann ich mir die Yams mitnehmen. Da habe ich dann mehr von. Wie gesagt, es lohnt sich, ein bisschen mehr Nahrung dabei zu haben. Zumindest, wie es für mich momentan aussieht. Denn wir verbrauchen eine ganze Menge Energie hier. Und das ist natürlich auch unsere Heilung gleichzeitig. Kein Softglass, really. Das sind nur Dull Rocks. Dull Rocks wären gut für ein paar weitere Pfeile, ne? Wir können das Zeug ja wieder aufheben. Aber ich brauche 3 Dull Rocks für Pfeile. Ein paar mehr Pfeile zu haben ist sicher gut. Ja, guck mal, da können wir sogar ein bisschen was machen draus. Und den Rest schmeißen wir einfach wieder weg, schnell. Muss ich noch nicht mal. Nimm das Ding einfach wieder mit. So, wenn wir noch ein bisschen Softglas finden, dann läuft das. Aber erstmal Richtung der Vault. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da auf uns wartet. Es kann... Oh, unser Tod sein. Oh, du willst mich töten. Entering Block State, bla bla. In the perfect moment will parry the attack. All attacks can be parried and can be followed by a powerful attack. Ich würde es gerne probieren. Das war nicht cool. Autsch. Natürlich sind die jetzt wieder pisst, die Schweinchen, ne? Oh, wirklich? Ist. Oh Gott, guck mal, die sind stärker geworden. Die haben Rüstung. Der letzte hatte keine Rüstung. Oh, hat er geblockt, der Schweinehund? Oh cool, selbst wenn ich nicht treffe, kann ich den Sprung machen. Wirf ihn noch um. Oh oh. Du Schwein! Hör auf dich zu heilen! Na, der war aber wohl perfekt. Achso, manche sagen, kann ich nicht blocken, ey. Der war perfekt. Yes! Ah, oh, der war schön. Ja, muss man aufpassen, welche ich blocken kann und welche nicht.
Oh, 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 ganz schnell aufpassen und weg. Ich pack euch um, ist mir egal, Leute. Es kostet mich vor allem nichts. Also, es kostet mich keine Freundschaft mit denen. Die Dinge könnte ich eigentlich auch weghauen, ne? Tooth Stone nehmen wir auch nochmal mit. Ich nehme ihnen ihre Zähne. Vielleicht kann man diese Tooths ja an andere vergeben. Also, dass man, keine Ahnung, den Hirschen die Tooths gibt, weil die wollen die haben. Dann sind sie glücklich und dann sind sie mit einem besser befreundet. Und damit kann man praktisch diese Krokos zerhacken die ganze Zeit und holt dann praktisch sich Freundschaft von den anderen. Muss ich echt hier hin? Hier kam ich doch her. Ich wollte doch sagen, hier komme ich doch her, oder? Noch ein bisschen Karant. Vielleicht muss ich hier... Ich weiß nicht, wo diese Vault sein soll. Sieht aus, als wäre da hinten wäre Nummer 3, aber ich finde Nummer 2 nicht. Vielleicht war unser Camp die Nummer 2? Nee. Hier gibt es zumindest... Da geht's nach Hause. Ja, yeah, genau, hier kam ich her. Das heißt, hier kann es nicht sein. Vielleicht gibt es da Glas, weil Sand und Glas und so. Ja, theoretisch, ne? Können uns wieder ein paar Puffle-Eggs holen. Federn auch, aber die sind mir gerade mal egal. Gehen wir mal hier lang. Mal gucken, ob wir irgendwo eine Vault finden. Ich versuche jetzt die zu finden, die ihr mir gesagt habt. Die mittlere, aber keine Ahnung. Gut, Sand allein ist ja nicht unbedingt... Also ist hier... Ist so nicht Glas, sondern Sand wird ja nur zu Glas, wenn man nicht schmilzt. Leg die nochmal ab, bitte. Mir noch mal ein bisschen was von dem Moos. Kann ich jetzt den Chrom machen? Ich brauche noch die Grand Cones. Aber das Moos nehme ich eher mit als die Sulfodil. Nehme ich mir ein bisschen mehr mit, weil das stackt ja. Aber ich brauche diese Cones. Schade. Vielleicht schaffen wir das jetzt nicht mehr, die noch zu finden. Die Vault. Aber trotzdem denke ich, ich habe einen ganz guten Eindruck von dem Spiel erhalten. Oder zumindest hoffe ich das. Und vielleicht möchte ein oder andere sich das ja näher betrachten. Ob sie jetzt direkt holt oder nicht. Soll mir... Ah, hier sind Roseberries. Okay, so sehen die also aus. Cool. Kann mir ja auch im Grunde wurscht sein, nicht? Aber ich habe es euch gezeigt und ich finde es cool. Das ist ein cooles Spiel. Kann man sicher einigen Spaß mit haben. Und wir haben, glaube ich, genug für noch einen Key. Ach, knapp nicht. Zwei fehlen noch. Okay. Ich renne jetzt echt nur mal grob hier durch, in der Hoffnung, eine der Vaults zu finden. Da hinten sollte eine sein und ignoriere praktisch alles auf dem Weg, außer ich sehe ein bisschen Softglass, weil es schon praktisch wäre, wenn wir dem Typen einfach so einen Drink in die Hand drücken und er ist happy. Und killt ein paar Viecher oder so, I don't know. Ich meine, wofür braucht man einen Drink, der die Stärke erhöht, denn das macht dieser Drink. Ich hatte nämlich schon so einen gebraut im letzten Durchgang. Da hatte ich genug Zeug. Oh, da ist noch so eine Echse. Ich kann nicht gebrauchen davon, von dem Vieh. Könnte das hier eine Vault City sein? Das ist zumindest eine Ruine. Interesting. Ja, hier könnte ich auch ein bisschen Rätsel machen. Huh. Vielleicht sind wir hier schon so in der Richtung. Da hinten ist Wüste. Oh, da hinten. Oh, ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin, Leute. No chance, da auch nicht. Und wo ist Nummer 3? Da hinten. Oh my goodness, ist das weit weg. Okay. Also ich bin schon auf dem Weg zur richtigen Vault. Aber das dauert ein bisschen, bis man da ist. Cool. Ist doch recht groß, diese Insel. Finde ich klasse. Aber ich hoffe, ihr werdet verzeihen, wenn wir das in diesem Angezockt nicht mehr machen. Deswegen würde ich das jetzt, glaube ich, abbrechen. Wir können uns kurz das Haus mal angucken. Ich kann eine Kerze anmachen. Yay, yeah, ich bin der Beste. Ah, guck mal. Hier sind die Stämme verzeichnet, wo die zu finden sind. Was ist das hier für ein Haus? Fünf Stämme. Drei davon haben wir schon gefunden. Ich bin auch gespannt, wie das mit der Story zusammenhängt. Sparkler Trap. Trap Idea und Explosive Tripwire Idea. Guck mal hier, von mehreren Völkern die Sammelharnische. Ah, mysteriös. Vielleicht hat irgendjemand so auf die abgesehen oder sowas. Ich meine, kann es verstehen.
Wenn die sich die gegenseitig Köpfe einschlagen, ist das der beste Moment, um sie selber zu erledigen. Als Außenstehender. Aber das freut mich gerade. Dachte erst so, schade, die Map ist sehr klein. Naja, aber jetzt wisst ihr, ob euch das Spiel interessiert und ihr selber spielen wollt oder nicht. Ja, eben, genau. Genau. Dann gibt es hier noch Wüste. Sandwüste, irgendwas. Hier hat dann auch jemand collected. Dann gibt es noch Morrowood. Ja, cool. Aber ich glaube, hier ist ein guter Moment, um aufzuhören. Ja, da hinten rennen wieder Sammler rum. Und ich glaube, Sammler, die mir auf den Kopf hauen wollen. Da hinten ist auch noch eine Höhle. Seht ihr das? Hier gibt es viel zu entdecken, Leute. Cool. Und das ist so ein bisschen eine originellere Idee, die sich auf irgendwas aufbaut. Also zumindest augenscheinlich. Nicht auf sowas wie, oh, das ist Star Wars, oh, das ist Herr der Ringe oder sowas. Ist mal ein bisschen was Eigenes. Und vielleicht wert, einen Blick rein zu wagen. Mit den Alperfanten. Scheint aber auch echt eine gute Story zu haben in der Richtung wie, wahrscheinlich lange nicht so ausführlich und so umfangreich, aber in der Richtung wie, es erinnert mich an Horizon Zero Dawn so ein bisschen. Also ja, wenn ihr das auch haben wollt oder auch euch anschauen wollt, dann tut dies. Und sonst schaltet beim anderen Projekt wieder rein. Es würde mich sehr freuen. Ich bin Gary the Gamerit. Bis dann. Das war das Angezockt von Pine. Tschüss.